Hallo Freunde und herzlich willkommen zur 177. Folge von Baldur's Gate, in der wir den besagten und gesuchten Kopf endlich finden. Infolgedessen werden wir verfolgt von einem kopflosen Geist. Und wie ihr euch vielleicht schon denken könnt, ist dies Sarins Schädel. Und natürlich bringen wir den Schädel direkt zurück zum Skelett, um herauszufinden, was dann passiert. Außerdem dringen wir ein in einen Bereich, der sich als uralter Hort bezeichnet. Was wir in dem Moment noch nicht wissen, aber ahnen, ist, dass es sich hierbei um eine Falle handeln könnte. Und natürlich in diesem Moment und in absoluter Voraussicht und Weisheit dringe ich ganz vorsichtig ein in diesen uralten Hort, denn ich vermute, dass es sich dabei um eine Falle handeln könnte und die werde ich natürlich auf keinen Fall auslösen. Ups. Ja, ich wünsche wie immer gute Unterhaltung. Hallo, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. La 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 la. So, geschmackvolle Stiefel. Wir machen natürlich rundenbasierte Situationen. Wäre möglich, dass er das trotzdem merkt. Zack. Dann habe ich das Büßerbuch. Oder was steht da? Der Büßergang. Geläufige religiöse Passage, die häufig als Segen bei Beerdigung rezitiert wird. Meine Güte. Lassander zum Licht. Selune mag führen. Kellem vor uns richt und öffnen die Türen. Es folgt eine Passage mit düsterem Einschlag. Und die, die noch stehen, die ewiglich schuldigen, mag nie ein Gott sehen, welch Hölle sie huldigen. Toll. Und dann haben wir da einen Beutel. Beutel. Und da ist ein Schädel. Oh yeah, da ist der Schädel. Oh shit. My hand slipped. Kopfloser Geist. Taschendiebstahl. Kopfloser Geist. Oh scheiße, der kopflose Geist sieht uns gleich. La 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 la. Yeehihihi. Something's happening to it. Was geschieht mit ihm? On my way. Kann ich mit ihm reden? Nein. Hä? Die folgt uns. Oh, die folgt uns, der Geist. Wie cool ist das denn? Kopfloser Geist. Kann ich nichts mitmachen. Höchstens angreifen. Aber sie greift uns ja nicht an. Ja, wir wissen natürlich, wessen kopfloser Geist das Körper das ist. Und deswegen werden wir jetzt vereinen, was vereint gehört, was man vereinen sollte hier wieder. Und zwar war das irgendwo hier, glaube ich. Ich verliere ein bisschen die Übersicht in der Kanalisation. Naja, werden wir schon finden. So, da sind wir auch schon. Ja, direkt Schädel draufschrauben. Zack. Oh, sie ist einfach weg und hat uns eine Belohnung hinterlassen. Wir konnten den dankbaren Geist zur Ruhe betten, indem wir seinen Schädel und sein Skelett zusammenfügten. Du erhältst Amulett des Glücksritters, angeborene Ausdauer. Einmal pro lange Rast kannst du eine Reaktion nutzen, um einen Angriffswurf oder einen Rettungswurf im Vorteil auszuführen. Ja, das ist doch super. Okay, jetzt muss man eben überlegen. Ich glaube, da hinten war Ende. Wir gehen trotzdem nochmal zurück. Der Typ hat ja nichts davon mitgekriegt, dass wir ihn gerade seinen... den Schädel geklaut haben. Trottel. Aha, der Trottel, wir haben ihn beklaut. Kommt schon, meine Freunde. Kommt schon. Das Abenteuer wartet.
Unvollständiges Tagebuch, das habe ich doch bestimmt schon gelesen, ne? Ja, habe ich. Genau, ich war nämlich schon hier. Was steht da? Lesen. C steht für Sindre. Sindre. Tai, Meuchler, Phylon. D steht für Draconis. Abazigas Sohn. Aha, toll. Vielleicht sollte ich mir das merken. Gedicht 1. Ach du Scheiße. A steht für Abazigal. Bezwungenes Drachenblut. B steht für die von Baal gezüchtete Brut. Waiting with bated breath. Toter Mensch. Okay. Okay, das stinkt nach einer Falle. Ganz klar. Das stinkt. Das stinkt nach einer Falle. Ganz böse. Ganz, ganz böse. Wir haben auch schon coole Sachen hier, ne? Das sind schon coole Sachen dabei. Ich vermisse übrigens aber dieses eine Schwert vermisse ich gerade. Das dafür gesorgt hat, dass ich zusätzlich einen kritischen Dings habe. Wundert mich gerade, dass ich den nicht da habe. Denn eigentlich wollte ich jetzt das andere Schwert anlegen. Aber so habe ich halt auch einen Vorteil auf jeden Fall. Das ist aber nur, wenn ich den verwendet habe, ne? Reicht schon so. Das stinkt doch nach der Falle. Scheiße, ich wollte gerade noch Dings machen. Ich hab doch gesagt, das ist eine Falle. Ich hab's doch gesagt. Wie geil. Ich lauf natürlich auch, ey. Ich lauf mal natürlich in die Falle rein, ne? Das sind alles Untote, ne? Ja, gut, dass ich das die Keule angelegt habe. Dann haben die alle schon mal ein Problem. Aber was noch richtig cooler ist, was noch viel cooler ist eigentlich, ist jetzt die Strategie wieder umzusetzen, was anderes zu machen. Sich unsichtbar zu machen wäre zum Beispiel schlau. Dann die Leute an einer bestimmten Position zu verbinden. Und dann schicke ich Schatten jetzt hier rein. Mit ihrer Metzel... mit ihrem Zauber. Und dann dürfte ich sie alle mit einem Schlag killen können. Habe ich noch einen Trank der Unsichtbarkeit? Ich glaube, ich habe die alle verbraten. Ich habe die alle verbraten. Lassanda. Sonnenstrahl.
Der Sonnenstrahl. Oh, guck mal, alter Diener, heftig. 100 Lebenspunkte, ist das krass. Wie cool sind die denn, ey? Die müssen sich auch was Neues ausdenken, sonst wird es ja irgendwann zu einfach. Oh, meine Augen hier. Wenn du den Dings hier einlegst oder was, ist das ein Witz? Nee, ich habe allgemein so rote Augen jetzt wahrscheinlich durch den Helm oder so, keine Ahnung. Bin ja richtig böse. Eine Mumie, alter Diener, Gesundheit gegen Mehrfachangriff, alles klar. Eine Feueranfälligkeit, ja, ist ja auch eine Mumie, ne? Ergibt ja Sinn. Gibt ja Sinn, dass die Mumie eine Feueranfälligkeit hat. Oh, cool. Hier haben wir noch wahrscheinlich ein großes, ja, natürlich ein großes Zombie. Keine einfachen Zombies mehr. Okay, Freunde, okay. Das hier müsste eigentlich funktionieren, oder? Deine Waffe bewirkt zusätzlich ein bis vier Feuerschaden. Und hier steht, wenn sie Feuerschaden erleiden, sodass alles in jeder, genau, mit überdeckte Ziele gehen in Flammen auf, wenn sie Feuerschaden erleiden. Das müssen wir eigentlich mal testen. Ich muss natürlich die richtige Waffe wählen, in dem Fall den Bogen. Da muss ich den Bogen mit dem Öl bedecken, in dem Fall dieses Öl. Waffe überziehen, so. Und dann müssten wir theoretisch einen Doppelfeuer drauf abzielen. Ich könnte noch einen Trank Elixier, einen Trank der Dings nehmen zusätzlich. Der Geschwindigkeit. Das kann ich nicht mehr, weil ich schon einen Bonus benutzt habe. Alles klar, macht nichts. So, dann machen wir jetzt hier Doppelpower. Und ist der Brenn jetzt dadurch? Öl der Verbrennung. Brennt aber nicht. Aber das ist. Der Schaden! Der war ja. Boah, ist der hoch gewesen. Der schreckt einen ja fast. Kurze Rast, oder? Ja, kurze Rast. Ich liebe kurze Rast. So, dann knallen wir einfach noch eine Bombe um die Ohren. Das wird ordentlich Bums machen. Damit sind die alle raus. Halleluja. Halleluja. Mein guter Freund, heil dir hier. Du bist echt fiesen Möb, ey. Richtig fiesen Möb. Ich frag mich, was die alle drauf haben. Ich frag mich, was die alle drauf haben. Hier steht doch, dass das Ziel blockiert ist, ne? Aber einen Kopfschuss kriegst du trotzdem hin, oder? Ah, könnte so gerade drüber hergehen, der Fall. Ein Kopfschuss müsste möglich sein. Unglaublich, was der Schaden raushaut, der Typ. Das Ziel, ja, Kopfschuss geht. Siehst du, Hand und Fuß kann ich nicht angreifen, aber voll in die Fresse hier. Das funktioniert. Also Doppelpower in die Fresse. Pang. Junge, hast du Schaden erlitten. Guck dir das an. Guck dir das an. Das sind ja. Was hat er erlitten? 74? Meine Güte. Ja, Freunde, ich würde sagen, ich gehe da mal wieder. Oh, die Tür ist zu. Scheiße, die Tür ist versperrt. Ich bin hier eingesperrt. Ihr seid alle in Deckung, ne? Ja, seid ihr. Dann geht jetzt auch mal hier rein. Zauberfäule. Zauberfäule. Sofern du kein Untoter bist, erleidest du jedes Mal, wenn du einen Zauber wirkst, 1 bis 8 nekrotischen Schaden pro Zaubergrad. Außerdem bist du bei Rettungswürfen im Nachteil. Was? Wieso? Wieso darf ich nicht, darf ich zaubern? Scheiße. Need to keep focused. Now, what are you hiding? 20. Oh, cool. Okay. Hier werden wir noch nicht gesehen. Dann können wir die Tür mal öffnen. Zauberfäule. Es sind schon viele Abenteurer hier gestorben, die diesen großen Schatz hier einkassieren wollten.
I must keep going. Unnoticed. Oh, scheiße, Mädchen. Du standst. Da war nochmal in letzter Sekunde gedrückt. Nein. Oh, Mann. Gehst du wohl wieder zurück? I have to survive this. Verdammter Sack, ey. So. Unterbricht göttliche Führung. Ja, ist egal. Zauber ist ein Problem, habe ich gerade gelesen. Gibt auf jeden Fall Damage. Aber das hier? Mondstrahl? Ist ja was anderes, nicht wahr? Mondstrahl ist ja was anderes. So, wo kann ich mich denn hinschleichen? Den Mondstrahl, ich muss irgendwie hier dran vorbeikommen. Das heißt, es wäre praktisch, wenn ich hier erstmal ein bisschen Nebel machen würde oder sowas. Weil aktuell sehen die mich ja. Mondstrahl würde auf jeden Fall ordentlich Pain machen. Schutzgeister Level 3, ja, wäre natürlich cool für sie. Schutzgeister Level 3. Da steht gar nicht, wie lange der hält. 10 Züge lang, hier steht das nicht. Ruft Geister bei, die dich beschützen, Gegner in der Nähe leiden. Bla, 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 bla. Der Zauber kann nicht unsichtbar werden, solange er sich auf den Zauber konzentriert. Der Zauberwirker kann nicht unsichtbar werden. Noch sehen. Okay. Alles klar. Lalalalala. Manchmal fühlt sich diese Art des Spielens fast wie Cheaten an. Aber nur fast. Aber nur fast. So, mein Freund. Ja, du hast welche. Ich weiß, dass du welche hast. Du hast immer welche. Jetzt wollen wir mal gucken, ob das wirklich ewig lange hält. In der 8 Runden noch. Alles klar. Sie hat ein Problem mit der Zeit. Sie hat dadurch ein Problem mit der Zeit. Okay. Ich habe schon gefragt, das kann doch nicht sein, dass es ewig lange hält. Das kann doch wohl nicht sein. Hups, now. Lazelle? Wenn der das sieht und ich hierhin schieße, dürfte er das nicht mehr sehen, wenn ich das richtig verstehe. So ist es. So. Nummer 1. My patience wanes. Not one false move. Nummer 2 und du kannst das Problem bei dir, Gale, ist ja, dass du jetzt nicht zaubern darfst. Solltest du es doch tun, kriegst du ordentlich auf den Sack. Deswegen, mein Freund, kannst du hier eigentlich rausgehen. Mal gucken, was passiert. Kannst du die Gruppe verlassen? Du bist trotzdem im Dingsmodus, ne? So, alles klar. So, Gale, mein Freund. Wir brauchen noch ein bisschen Unterstützung, würde ich sagen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die wirklich brauche. Deswegen halte ich ihn in der Rückhand. Dann könnt ihr ansonsten noch hier ein paar Summon-Elementare hier ein paar Dings natürlich zaubern. Elementare. Weil wenn ich da drin zauber, ist das sowieso nutzlos. Ergo lassen wir das so. Schattenherz, du kannst jetzt eigentlich voranschreiten. Du wirst da ordentlich Terror machen, wenn die auf die Idee kommen, dich anzugreifen, werden die das auf jeden Fall sehr bereuen. My patience wanes. Cloak and Dagger, my favorite. Ja, ich werde auf jeden Fall. Die Dinger sind Team. Die alten Diener machen mir Sorgen. Die alten Diener machen mir auf jeden Fall ordentlich Sorgen. Da weiß ich nicht genau, wie böse das sein wird, wenn die Viecher anfangen rumzutanzen. Und mir auf die Fresse hauen wollen.
Das ist eine Bonusaktion. Reinzulaufen ist auch ein Problem. Das ist auch eine Bonusaktion. So wie das Elixier zu nehmen ist auch eine Bonusaktion. Okay, das Elixier zu nehmen würde aber auf jeden Fall sehr helfen. Wenn ich mich nämlich mit denen durchmetzel, könnte ich mich mit Lazelle womöglich, wer weiß wie weit, durchmetzeln. Was natürlich sehr cool wäre. Auf der anderen Seite könnte ich auch eine Runde mal warten, gucken, was passiert. Die kommen lassen. Eine Runde die kommen lassen, oder? Ich habe auf jeden Fall einen kleinen Schutzschild durch Schattenherz. Wenn die sich nähern, würden sie auf jeden Fall dadurch auf den Sack kriegen. Ja, komm, du nimmst das. So, jetzt hast du auf jeden Fall endlose Massenvernichtung am Start. Du kannst natürlich das nicht mehr machen, du kannst den Gisyaki-Sprung machen. Kostet dich aber eine Aktion. Das kostet dich eine Aktion. Dann kannst du den Hastbogen verwenden. Ist das nötig für die, so vorsichtig zu sein? Ich weiß nicht, was die alten Diener drauf haben. Der Hastbogen gewährt mir einen zusätzlich. Ich kann rüberspringen und dann kann ich mit dem absoluten Gemetzel beginnen. Ansonsten schaffe ich es nicht mehr rechtzeitig rüber. Ich würde sagen, ich warte. Ich warte die eine Runde. Und schieß noch einen Pfeil. Dadurch wirst du gesehen. Müsstest doch gehen, wenn du hier oben stehst. Ja, genau. So, damit liegt er down und Lazelle hat. Oh Gott, Lazelle hat Freiraum. Mission has to come first. Lazelle kann loslegen, wenn sie wollte. Ja, in dem Fall. Ach ja, in dem Fall werde ich wahrscheinlich auch mit Dings hier durchgehen, durchstarten. Hops. Hops, da sind wir. Das ist natürlich geil, ne? Die müssen wahrscheinlich hier langlaufen. Das Ding folgt eine lange Rast. Ah! 27 hat mich das gekostet. Mondstrahl und Konzentration direkt verloren sogar. Hat das damit zu tun? Alter Diener hat... Die Kreatur ist von Mondstrahl von Zustand verloren. Mondstrahl Schatten jetzt konzentriert. Mondstrahl verloren ist gescheitert. Wieso habe ich den Mondstrahl jetzt verloren? Liegt das an diesen Dings zusammen? Ich krieg nekrotischen Schaden. Das war das. Mumienfäule. Dein Treffpunkt ist um 8 verringert. Du kannst nicht geheilt werden. Nice. Zaubervolle Nekrose, du erleidest, wenn du einen Zauber... Boah. Solange Zaubervolle auf dich wirkt. Das hat richtig Pain gemacht hier. Und das ist auch gemein, ne? Ich kann nicht geheilt werden. Massenheilung geht aber doch. Aber wahrscheinlich wirkt die Heilung nicht auf mich. Ja, krass. Krass. Hat nicht geklappt. Und das ist ein Level 3 Zauber gewesen, dieser Lichtstrahl. Obwohl ich eher dachte, das ist... Ja, steht hier nicht, dass es ein Level 3 Zauber ist, ne? Es steht nicht dabei. Es kostet auch keinen Zauberslot. Aber es ist wohl ein Level 3 Zauber. Ich dachte, es ist als Fähigkeit oder so, läuft das ein bisschen anders ab. Ja, okay. Kein Problem, wir haben hier noch eine Alternative und die heißt Lazelle. Hey,
So, Lazelle, willst du die totale Vernichtung über alle bringen? Ja. Okay. Dann sollst du es tun. Obwohl das jetzt eigentlich nutzlos war, aber nichtsdestotrotz nutze ich es trotzdem aus. So, wir haben jetzt die Aktion, dass wenn ich jemanden töte durch das Elixier, dass ich dann noch eine Aktion kriege. Also, zack, noch eine Aktion bekommen. Dankeschön. Du stehst ja immer noch. Mal sehen, wie oft das geht. Okay, jetzt ist vorbei. Liegend, liegend. Kann ein Zombie Angst haben? Angst. Die sind gefährlich, die Viecher. Die muss man auf jeden Fall den Chaos machen. No time to waste. So, du stehst auf jeden Fall als Schutzschild da. Das wäre wichtig. Du hast ordentlich schon Terror gemacht. Die liegen alle. Wenn die aufstehen müssen, kostet denen das eine Aktion. Got to focus. Kannst du dich jetzt heilen und kannst du dich nicht heilen? So wie es hier aussieht, kannst du nicht heilen. Kann nicht geheilt werden. Time to push my luck again. So, und er hat das Problem, dass er sowieso nur zaubern kann. Aber er kann ja auch Sachen werfen, ne? Ja, wenn ich hier bin, bin ich sofort zaubervoll. Okay, das geht natürlich gar nicht. Deshalb werde ich jetzt auf jeden Fall ein Wasserelementar widerrufen. Und außerdem meine Eismephisten-Dingers. Da. Ja, Freunde, und dann werdet ihr jetzt Teil des Kampfes. Los geht's. Oh, warte, du bist noch im Schleichmodus. Ja, alles klar, los geht's. So, und wenn wir jetzt hier uns hinbewegen, dürften die gleich automatisch Teil des Kampfes werden. Da sind sie Teil des Kampfes. Jetzt schauen wir, wie sie gewürfelt haben. Recht schlecht. Recht schlecht. Wer ist als erstes dran? Der? Okay, das ist nicht so schlimm, der liegt. Geld ist noch dran. Aber Geld darf keine großen Zauber machen. Sonst kriegt er Zauberfäule ab. Die natürlich ordentlich Pain macht. Macht aber nichts, Geld. Du kannst ja was anderes machen. Du kannst zum Beispiel eine Bombe schmeißen oder solche Geschichten, ne? Wie wär's, wenn du eine Bombe schmeißt? Den Schaden machen mit Bomben und so weiter wäre auch nicht schlecht. Ist zwar nicht die Welt. Und ich weiß noch nicht, wie gut die Viecher hier sind. Wie mächtig. Wie mächtig ist das Monster-Zombie? Das Zombie. Herzlichtbombe. Bade in einem nahenbrechen Licht. Nee, was anderes. Heiliges Wasser, da. Heiliges Wasser. Diese kleine Flasche explodiert bei Auftreffen und fügt Unholden und Untoten in der Nähe Schaden zu. 3 bis 18 Damage. Das heißt aber nicht bei denen, dass sie unbedingt eine Anfälligkeit dagegen haben, oder? Steht ja auch nicht. Heiliges Wasser fügt halt denen grundsätzlich Schaden zu, aber ansonsten wäre wohl eher Feuer geeignet. Das heißt, Gale, du schmeißt das Ding, das macht Energieschaden, aber nicht Feuer. Das Ding macht Alchemistenfeuer, steht da nicht. 3 Züge. Flüssigen Feuer, die beim Aufprall explodiert. Ja, ist Energieschaden. Besser wäre Feuerschaden, ne? Okay. Ja gut, Gale, macht auch nichts. Ist gar nicht so schlimm, denn wir haben noch eine Alternative für dich. Auch wenn du ein ungeeigneter Zauber, also wenn du jetzt nicht zaubern darfst, weil du sonst ordentlich leidest, kann ich dir auch mal etwas anderes Schickes zum Spielen geben, nämlich das Ding hier. Ja. So. Jetzt schauen wir uns den Pfeil nochmal an. Der Pfeil macht Rauchpulverpfeil, Energie- und Feuerschaden.
Wenn das Vieh Feuerresistenz hat, ist es schön. Oh, guck mal, ich kann mich explodieren. Ja, ich kann mich sprengen immer noch. Sehr witzig. Hier, wo ist er? Da. Das wird ordentlich Pain machen. Hier, Feuer frei. Pang. So, das hat ein bisschen Schaden gemacht. Gail ist nun auch Teil der Party. Ich habe Angst und Tote. Scheiße, was soll ich jetzt noch tun? Ja, Schaden geht, ne? Aber immerhin. Immerhin. Mentale Erschöpfung. Frost überzogen. Witzig. Bei ihm ist das gar nicht. Oh, scheiße, ich verpiss mich hier. So, alles klar. Das ist der erste Zug gewesen. Ich kann nichts mehr machen. Sie kann sich nicht heilen. Die Viecher liegen. Jetzt wird's spannend und gucken, was passiert. Chromatische Kugel. Eisodem. Eisodem ist Quatsch mit Soße. Todesexplosion. Chromatische Kugel. Von da aus kannst du nicht schießen? Du kannst gar nicht schießen, ne? Okay. Okay, dann bist du vorbei. Jetzt stehen sie auf. Jetzt geht's los. Was hast du drauf? Scheiße. Fehlgeschlagen. Riposte. Hand. Ah, Zombie. Ja, Essen, Gehirn. Fehlgeschlagen. Oh, was war das? Alter Diener hat fürchterlichen Blick bei Haldir benutzt. Haldir bräuchte 11 für einen erfolgreichen Rettungswurf. Ergebnis 4, was schon mal schlecht ist. Fürchterlicher Blick. Zweite Chance. Was ist das denn? Reaktion? Zweite Chance? Einmal pro lange Rast kannst du eine Reaktion verwenden, um einen Angriff oder Rettungswurf im Vorteil auszuführen. Fürchterlicher Blick. Richte deinen unheilvollen Blick auf ein Ziel, um es zu verängstigen. Ja, und jetzt darf ich hier das machen. Rettungswurf gelungen. Hahaha, ja. Cool. Ah, ich komme. Ich komme. Ja. Zeit für eine Dusche. Feuerelementar wäre vielleicht schlauer gewesen an dieser Stelle, aber... Beim letzten Mal habe ich schon gesehen, dass dieses Feuerelementar, dieses ach so tolle Feuerelementar, fürchterlich langsam ist und überhaupt nichts drauf hat. Großes Zombie. Fehlgeschlagen, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Du hast auch, was hast du für eine wunderbare Waffe derzeit dran? Zelunes Nachtspeer. Ah ja, da kam der Mondstrahl auch her. Leider hat Zelunes Nachtspeer nicht die nötige Power, um dir ordentlich diese Angriffe, den Schaden, den Schatten jetzt hier gerade mal damit macht. Das ist ja alles nur banal. Schenkelschuss. Bestimmung. Kann man damit machen, aber ansonsten, ja, ich kann im Dunkeln sehen, ist jetzt nicht so toll. Der Supporter hat hier auf jeden Fall ein Problem. Wenn ich zauber, kriege ich jetzt noch zusätzlich Schaden, deswegen sollten wir das mit dem Zauber mal lassen. Ist auch die Frage, wer oder was hier in diesem Raum das verursacht. Vielleicht könnte man das sogar aushebeln, aber ich sehe jetzt hier nichts Offensichtliches. Habt ihr vielleicht so eine Aura, die ihr verteilt? Steht auch nichts dabei. Seltsam. Irgendwas in diesem Raum muss ja dafür sorgen, dass du diesen Nachteil erleidest. Victory awaits. So, ja, Standard würde ich sagen. 22 bis so und so. Das heißt, das Zombie ist auf jeden Fall down. Down. So. Was? Ist da noch einer? Ach ja, klar, eine kleine Hand. Viecherklaue. Down. So, dann haben wir den Diener hier. Ich habe keine Überlegenheitswürfel mehr am Start. Das macht aber nichts. Einmal draufhauen. Nochmal draufhauen. Nochmal draufhauen. Ja, okay. Und dann dürfte ich jetzt sogar... Boah, es ist unfassbar, ey. Unfassbar. Lazelle und Karlach. Du kannst wahrscheinlich allein mit diesen Klassen
ordentlich was reißen. Irgendwann ist wahrscheinlich Ende, weil irgendein Gegner wird das wahrscheinlich auch aushebeln können. Aber ansonsten ist das schon echt böse. Ihre Ausrüstung hilft ihr auch unheimlich dabei. Das hat sie jetzt immer hier dieses Verlagert. Das ist auch echt cool. Zack, darfst nochmal draufhauen. Oh, er darf nochmal. Und jetzt darfst du nochmal draufhauen. Hang, und sie darf nochmal draufhauen. Unglaublich. Das ist doch nicht normal. Das ist doch nicht normal, ey, was sie da im Metzelsturm loslegen kann. Durch diese Sachen, durch ihre eigenen Fähigkeiten. Unglaublich. Wir haben trotz alledem immer noch, dass wir nicht zaubern dürfen. Das heißt, wir greifen mal eben auf ein paar Heiltränke zurück. Kann nicht geheilt werden. Noch ein paar Runden lang. 6 Runden lang noch, oder? Ja.